es gut, Mason? Und wie geht es dir heute Morgen? Mir geht es besser. Viel besser. Sind sie nicht süß, die zwei? Wie ein paar über beide Ohren verknallte Teenager. Da kommt dann ja der Kaffee hoch. Nun, Mason, es ist jetzt Zeit, erwachsen zu werden und über Daddys Testament zu sprechen. Und genau das werden wir heute auch tun. Unter allem anderen. Glaubt mir, euch wird das Lachen schneller vergehen, als ihr denkt. Niemand hat mich vorher in einem Schmetterlingsnetz gefangen. Ich hätte niemals geglaubt, dass es so leicht ist. Wie meinst du das? Du hast dich gar nicht gewehrt. Hättest du es lieber so? Vergiss es. Soll ich schreien, Mason? Willst du? Vielleicht tue ich es. Untersteh dich. Hilfe. Das hat niemand gehört. Es war ein Versuch. Gib mir deine Hand. Ich kann es nicht. Das ist jetzt dein Ring. Ich will, dass du ihn trägst. Es tut mir leid. Dieser Ring wird dich beschützen. Ich werde dich immer beschützen, Liebe. Das weißt du doch, oder nicht? Habe ich nicht für dich gesorgt? War ich nicht immer für dich da? Ja. Dann solltest du ihn auch tragen. Nein, nein, ich will nicht. Du weißt ja nicht, was du sagst. Ich kann diesen Ring nicht annehmen, Kirk. Ich liebe dich nicht. Es wäre Unrecht. Du wirst mich lieben lernen. Der einzige Mensch, den ich liebe und immer lieben werde, ist Cruz. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ihn vor mir. Mach dir keine Sorgen, Liebe. Cruz, bist du das? Komm näher. Ich habe dich furchtbar vermisst. Ich dachte, ich würde sterben. Ich halte es nicht länger aus ohne dich. Ist etwas nicht in Ordnung? Du hast dich verändert. Nein, ich liebe dich mehr als je zuvor. Geh weg von mir. Tu mir das nicht an, Cruz. Ich kann es deutlich spüren. Du hast es getan. Du wolltest ihn ermorden. Nein! Du wolltest deinen eigenen Vater töten. Nein. Ich weiß, du kannst es mir nicht sagen, Daddy. Aber ich hätte so gern deinen Rat. Könnte ich glücklich werden mit Kirk? Hallo. Hallo. Lange nicht gesehen. Ja. Na
Oder willst du hier frühstücken? Ich bin hier mit Nick verabredet. Er macht heute die Fotos von Janice. Ja, sie wollten sich heute treffen, um die ganze Geschichte zu planen und so weiter. Na, was gibt es denn da zu planen? Sie zieht sich aus und er fotografiert. So einfach wird es bestimmt nicht gehen. Er will sich ja auch draußen fotografieren. Na, wie schön, dass es warm ist. Nick will bestimmt keine Eiszapfen an ihren Körper wegretuschieren müssen. Ist was? Nein, wieso? Ach, hast du etwa ein Problem wegen dieser Fotos? Wieso sollte ich denn ein Problem haben? Nun, es ist schließlich dein Freund, der die Bilder macht. Ich meine, wir wissen, dass er da einiges zu sehen kriegt. Ich weiß es jedenfalls. Das stört dich offenbar nicht. Dir scheint es ja nichts auszumachen. Nein, als Janice sich zu diesen Fotos entschlossen hatte, da sagte ich, okay, tu es nur, es ist dein Körper. Ja, ja, das weiß ich auch. Ich war dabei. Oh, ja, ja, richtig. Du warst ja auch dabei. Aber Dylan, sie hat den Eindruck gemacht, als täte sie es nur aus einem Grund. Aus welchem Grund? Wegen der Bezahlung, die sie als Playgirl des Monats kriegen würde. Na und? Sie wollte dir das Geld geben für deine Goldexpedition. Und jetzt, wo du die Karte nicht mehr hast... Wir beide wissen doch, wieso das so ist, oder? Ich verstehe nicht, wieso sie das Geld jetzt noch braucht. Ich war nur überrascht, dass Janice sich auch so fotografieren lässt. Du fragst mich also nach den Gründen von Janice? Ich frage dich nach gar nichts. Ich verstehe es nur nicht. Wieso fragst du sie nicht? Da ist sie. Hallo, Hallo Kelly. Kelly. Hallo, Dirn. Eine perfekte Idee für deinen freien Tag. Und wir sind bestimmt abends zurück. Und das sagt der Mann, der mich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen aus dem Haus gelockt und dann die Luft aus meinem Reifen gelassen das hat? Das geht heute nicht. Schiffe haben keine Reifen. Oh, das Benzin könnte aus. Dann sieh doch in den Tank, bevor wir ablegen wollen. Oder wir könnten entführt werden von Piraten. So weit würde ich nicht gehen. Oder vielleicht doch. Wenn du mitkommst, dann gebe ich dir mein Ehrenwort, dass ich mich absolut korrekt und tadellos verhalten werde. Nun, wenn du lügst, dann springe ich ins Wasser und schwimme ans Ufer. Du kommst also mit? Ich will noch der anderen Schwester Bescheid sagen. Sie ist ganz neu. Warte. So, jetzt kannst du zu ihr rübergehen. Guten Morgen, Mary. Gina. Gina? Mason? Ich wusste gar nicht, dass es schon so spät ist. Ich muss unbedingt einen Kaffee trinken. Hat eine von euch beiden Zeit und leistet mir Gesellschaft dabei? Nein, danke, Gina. Aber ich muss noch ein paar Sachen mit der neuen Schwester von Cici besprechen. Ich bin gleich zurück. Nun, für mich hast du jetzt wohl keine Zeit, oder? Es tut mir leid, Gina, aber im Moment habe ich wirklich keine Zeit. Ja, natürlich, das verstehe ich. Doch ich sehe schrecklich aus, nicht? Ganz und gar nicht. Ach, Mason, du willst ja nur höflich sein. Oh, es tut mir leid. Ich will dich wirklich nicht aufhalten. Gina. Nein, Mason, das ist schon gut. Geh nur, du kannst gehen. Ich würde es dir gerne erklären. Das hast du schon. Du hast gesagt, unser Verhältnis führt zu nichts. Und da hattest du recht. Du bist sehr verständnisvoll. Was hast du denn sonst erwartet? Weißt du, ich hatte die Befürchtung, du versuchst Dads Testament wieder gegen mich auszuspielen. Wieso, was hätte ich denn davon? Dann würde ich ja genauso wie du auf der Straße sitzen. Das hat dich doch sonst nicht abgehalten. Erinnerst du dich an die Auseinandersetzung wegen Brandon? Das kannst du doch nicht vergleichen. Ich meine, ich will doch nicht alles wieder verlieren, nur um mich zu rächen. Ich beweise es dir. Wie denn? Mason, wir beide könnten das Testament zerstören, das echte Testament diesmal. Oh nein, nein, Gina, das hatten wir schon. Es ist keine Kopie, so wie letztes Mal. Das ist bestimmt das Beste für uns beide. Nur so können wir ausschließen, dass es noch ein anderer findet und es irgendwann gegen uns verwendet. Ist das dein Ernst, Gina? Ganz sicher, Mason. Du kannst mir wirklich vertrauen, es ist mein Ernst. Mami! Ich komme, Liebling! Sieh mal, es ist alles gepackt. Wer fährt mich denn nachher in das Pfadfinderlager? Brandon, ich hatte das völlig vergessen. Was soll denn das hier bedeuten? Macht hier jemand eine Expedition? Ja, ich. Ich fahre zum Camping mit meinen Freunden. Wir dürfen im Freien schlafen und machen ein Lagerfeuer. Mann, das hört sich ja toll an. Ich wünschte, ich könnte auch fahren. Dann komm doch einfach mit. Nein, Brandon, es tut mir leid, aber heute geht es leider nicht. Und wieso nicht? Ich mache einen Ausflug mit dem Schiff. Ich bin den ganzen Tag nicht da. Oh. Brandon, Liebling, ich bin gleich wieder bei dir. Ich muss mal sehen, wer dich nachher in dein Camp fährt. Kannst du mich nicht fahren? Nein, Schatz, ich kann nicht. Aber keine Sorge, ich finde schon jemanden. Was willst du denn auf so einem Schiff, Mason? Da wirst du nur seekrank. Oh, Brandon, das wäre auch kein Unglück. Für diesen Fall ist vorgesorgt. Weißt du, an Bord ist eine bezaubernd schöne Krankenschwester. Sicher ist sicher.
Hallo, Sophia. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe vorhin gehört, dass Brandon heute zum Camping fährt und ich dachte, ich komme vorbei und... Was hast du vor? Ich verreise. Und wohin? Wieso fragst du? Es interessiert mich. Ich möchte wissen, wohin du verreist und wann du wiederkommst. Ich sag kein Wort. Das geht nicht. Deine Familie braucht dich, Sophia. Meine Familie? Ja. Meine Familie? Ja. Was meine Familie angeht, für die existiere ich gar nicht. Es hat etwas gedauert, aber ich mache jetzt das, was sie schon vor Monaten von mir erwartet hat. Ich weiß, als sie herausgefunden haben, dass Channing unser Sohn war, da waren sie alle sehr schockiert. Das werden sie mir nie vergeben, Lionel. Sie wollen, dass ich aus dieser Stadt verschwinde. Sophia, das ist keine Lösung. Hör doch bitte. Ich verstehe dich ja. Es kann gut sein, dass sie ihren Vater verlieren, aber sie brauchen jetzt ihre Mutter, Sophia. Aber verstehst du denn nicht? Für sie existiere ich einfach nicht mehr als Mutter. Wohin willst du gehen? Wohin? Ich gehe wieder zurück nach Rom. Du wirst dort allein sein. Du hast da doch niemanden mehr. Ich habe mich noch niemals so schrecklich allein gefühlt wie hier in Santa Barbara bei meinen Kindern. Noch niemals in meinem Leben. So etwas hast du nicht verdient. Eine Sekunde, du musst vorsichtig sein. Du musst vorsichtig sein. Ich bin Freundlichkeiten nicht mehr gewöhnt. Du wirst mich nicht mehr los. Das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass du gehst. Das ist ein Fehler. Versteh doch, ich mache dir doch auch nur Ärger. Lass das mal meine Sorge sein. Hallo, Lionel, ich sah Ihr Auto vor der Tür. Oh ja, ist irgendwas nicht in Ordnung, Gina? Nun ja, wissen Sie, es geht um Brandon. Irgendjemand muss ihn ins Camp fahren. Ich kann leider nicht. Vielleicht können Sie. Gina, ich fürchte, ich werde keine Zeit haben. Was soll denn das bedeuten, Lionel? Heißt das etwa, Sie haben Angst vor Ihrer eigenen Frau? Was? Sie haben so eine charmante Art, um einen Gefallen zu bitten. Nun, es tut mir leid, ich will nur Brandon nicht enttäuschen. Er freut sich schon so sehr. Ich fahre. Sie? Ja, ich fahre hin, wenn Sie mir sagen, wo das ist. Nun, in der Nähe von Lake Cassides. Sehr schön. Ich fahre ohnehin in die Richtung. Gina, entscheiden Sie sich. Ich bin etwas in Eile. Eden, ist alles in Ordnung? Ja. Ich habe heute Nacht hier geschlafen. Wissen Sie, manchmal, wenn ich aufwache, dann weiß ich nicht, wie ich das alles durchstehen soll. Wissen Sie, wenn ich ihn ansehe, wenn ich ihn mit all diesen Apparaten hier sehe, dann bricht es mir das Herz, verstehen Sie? Es tut mir so leid. Aber Sie sollten nicht die Hoffnung aufgeben. Nein. Ich danke Ihnen. Mary? Ja, Gina? Nun, ich bin froh, dass Sie noch hier sind. Ich wollte Ihnen etwas sagen. Ich will mich entschuldigen. Ich finde, ich habe mich etwas unfair verhalten. Als es damals Sissy so schlecht ging, da habe ich einfach die Nerven verloren. Oh nein, 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 das kann ich nicht. Das Einzige, was ich zu meiner Entschuldigung sagen kann, ist, dass ich furchtbar aufgeregt war. Das verstehe ich gut. Ich meine, gerade Ihnen, Mary, tat ich damit Unrecht. Sie waren so wunderbar zu Sissy und wir alle sind Ihnen dankbar. Danke. Und wissen Sie was? Ich finde, Sie arbeiten zu hart. Ich hoffe, Sie werden heute etwas Hübsches tun. Es ist doch Ihr freier Tag. Da haben Sie recht. Das mache ich auch. Ja, nun, Mason sagte mir, dass er heute mit dem Boot rausfährt. Fahren Sie auch mit? Ja, ich bin schon schrecklich aufgeregt. Nun, ich freue mich für Sie. Ich freue mich für euch beide. Danke. Sie haben Masons Leben wirklich verändert. Und es wird noch ganz andere Veränderungen geben.
Hallo. Oh, was kann ich für Sie tun, Sir? Was ist denn mit Ihnen passiert? Ich lag auf der Lauer bis 4 Uhr morgens. Das wussten Sie doch. Ja, natürlich. Es soll sehr gut gelaufen sein. Sie haben ihn geschnappt. Wollten Sie mir etwa gratulieren? Eigentlich nicht, Castillo. Soll ich das so verstehen, dass Sie wieder wegen dieser Capwell-Sache hier sind? Na bitte, ich sagte Ihnen doch, dass ich einen anderen auf den Fall einsetze, wenn Sie nicht bald ein paar Resultate liefern. Inspektor, haben Sie vor, den Fall weiter zu bearbeiten? Nein, Tony. Ich habe vor, den Rest der Woche vor dem Fernseher zu sitzen und Kartoffelchips zu futtern. Für wen halten Sie mich? Natürlich werde ich den Fall weiter bearbeiten. Abgesehen von der Sache heute Nacht war ich ständig damit beschäftigt. Wenn Sie darauf bestehen, dann kann ich sofort wieder zum Haus fahren und die Untersuchung an Ort und Stelle fortsetzen. Dann werden Sie vielleicht auch Eden Capwell verhören, wenn Sie da sind. Hören Sie, Castillo, das hätte bereits vor Tagen geschehen sollen. Wieso zögern Sie? Sophia, was wollen Sie denn hier? Sie und Brandon sollten doch schon auf dem Weg sein. Ich wollte noch etwas mit Cici allein sein. Ich werde ihn lange nicht mehr sehen. Wieso denn das? Sie werden doch bald wieder zurückkommen. Ich fahre erst Brandon in sein Camp und dann werde ich endgültig abreisen. Ich fliege nach Europa. Endgültig? Ja. Wer hätte das gedacht? Dann wird der Tag vielleicht besser verlaufen, als ich dachte. Weißt du, wofür ich bete, Darling? Dass ich eines Morgens in Rom aufwache, die Morgenzeitung kaufe und vielleicht lese: Dramatische Genesung Cici Capwells. Und ich hoffe, wenn du dann mal an mich denkst, dann vielleicht nicht nur an die Frau, die dich angelogen hat, sondern auch an die Frau, die dich wirklich geliebt hat. Glaub mir, ich habe jeden Tag unter meiner Schuld gelitten. Und ich weiß auch, wie sehr die Kinder gelitten haben. Arme Eden, sie liebt dich so sehr. Sie hat doch nichts anderes getan, als dir deinen Wunsch zu erfüllen. Bitte, Darling, werde doch gesund für sie. Wenn du nicht gesund wirst, dann weiß ich wirklich nicht, was noch passiert. Ich weiß nicht, was dann mit uns beiden passieren wird. Eden, was ist mit dir? Was soll schon sein? Ist etwas passiert letzte Nacht? Eden, sprich doch bitte. Ich kann dir sagen, was in dir vor sich geht, Eden. Ich finde, du bist einfach fix und fertig wegen dieser verdammten Untersuchung. Das sind die ständigen Schnüffeleien, die dich fertig machen. Und wenn Cruz dich nicht endlich in Ruhe lässt... Kirk, du redest Unsinn. Ist dir nicht klar, dass er mich immer sehr schonend behandelt hat? Er hätte mich jederzeit verhaften lassen können, wenn er es gewollt hätte. Er tat es nicht. Was erwartest du überhaupt? Dass er die Untersuchung einstellt und alles auf sich beruhen Nein, lässt? Nein, aber ich finde es unglaublich, dass du diesen Kerl auch noch verteidigst. Weißt du denn nicht mehr, dass du ständig geweint hast, als er anfing, seine Nase in die Sache zu stecken? Du vergisst etwas. Ich bin schuldig. Und ich finde, das ist ein Grund zum Weinen, oder? Okay, das reicht jetzt. Ich werde dich hier rausholen. Was soll das heißen, Kirk? Du gehst jetzt nach oben, Eden. Du wirst dich umziehen und du wirst dir deine Haare kämmen und dann setzen wir uns ins Auto. Nein, nein, das mache ich nicht. Keine Widerrede. Du musst mal raus, Eden. Nur für kurze Zeit. Was du jetzt brauchst, ist vor allem eine Luftveränderung. Nein, ich fahre jetzt nicht weg. Also gut, wenn du nicht freiwillig mitkommst, dann werden wir es eben anders machen. Ich werfe dich über meine Schulter und trage dich einfach zur Tür hinaus. Was ist denn hier los? Gar nichts. Ich halte es für sehr wichtig, dass sich Eden mal eine kleine Luftveränderung gönnt. Bitte, lass mich allein. Sie denken wohl, dass Sie hier der Einzige sind, der genau weiß, was für Eden am besten ist, oder? Ja, sehen Sie denn nicht, dass sie sich ruiniert? Sie hat auch niemanden, der für sie da ist. Oh, ich verstehe. Sie denken, jetzt, wo sie nicht mehr verlobt ist, könnten Sie die Situation ausnutzen. Eden scheint mich zu brauchen. Richtig, Eden braucht jetzt einen Freund und ich glaube, Sie wissen das ganz genau. Aber was Sie wirklich wollen, ist doch nur Geld, oder? Ach nein, und das müssen ausgerechnet Sie mir sagen, Mrs. Armonti. Mr. Cranston, Eden und ich mögen uns nicht mehr ganz so nahe stehen wie vielleicht früher einmal.
Aber ich liebe Eden zutiefst und ich werde sie beschützen. Verstehen Sie das? Ich bin ganz Ohr. Gut, dann sperren Sie sie jetzt mal recht weit auf. Denn ich will, dass Sie mich nicht missverstehen. Wenn Sie irgendetwas tun, was meiner Tochter schadet, dann werden Sie es schrecklich bereuen. Auch wenn ich dafür erst die halbe Welt durchqueren muss. Ich warne Sie. Mein Apfel täglich macht vieles möglich. Ihr wisst ja gar nicht, wie toll es ist, wenn man so viele fleißige Assistenten hat. Nicht einmal du könntest diesen Garten ohne unsere Hilfe in ein Paradies verwandeln. Was sagst du zu den verbotenen Früchten? Denkst du, es reicht? Du machst das sehr gut, Kerl, aber ich brauche noch ein paar Äpfel an den unteren Zweigen. Wo ist Janice? In ihrem Apartment. Sie wartet auf irgendeine Lieferung, die noch kommt. Vielleicht auf durchsichtige Feigenblätter. Warren, ich hoffe, Sie notieren das alles. Oh ja, selbstverständlich. Der Anfang des Artikels ist schon fertig. Hier steht's, die Stimmung während der Fotositzung war gekennzeichnet durch Anspielungen und blöde Witze. Blöde Witze? Ich finde, das war ein guter. Ja, der wird jetzt in die Geschichte eingehen, festgehalten in der Sonntagsbeilage. Eine lange Geschichte über Dylans einfältigen Humor. Warren, wie wirst du eigentlich deinen Artikel nennen? Ich weiß noch nicht. Auf keinen Fall Anatomie eines Plagels. Das kann ich euch versprechen. Das wäre auch nicht sehr originell. Das wäre auch ein schlechter Witz. Ja. Das erinnert mich an Weihnachten. Da gab es keine Weihnachten im Garten, Eden. Es war zu warm und es fehlten die Rentiere. Ich wette, es ist lange her, dass du einen Baum dekoriert hast. Hm? Wo warst du denn letztes Weihnachten? Oh, irgendwo im Indischen Ozean, auf dem Weg nach Somalia. Das war an Weihnachten nicht. Ja? Ja, ich denke schon. Sam und ich wussten noch nicht einmal genau, welchen Monat wir hatten. Ich glaube, da drüben hängen etwas zu viel Äpfel. Ach, wenn ich das richtig sehe, sind deine Zweige da unten etwas kahl. Die Zweige sind nicht die einzigen, die ziemlich nackt sind. Wieso bist du immer so albern? Wieso denn nicht? Vergiss es, Dylan. Moment mal, wenn dir etwas an mir nicht gefällt, dann will ich wissen, was. Ich weiß einfach nie, ob dir wirklich etwas wichtig ist oder ob das Leben nur eine große Party für dich ist. Ja, genau so. Wenn du etwas dagegen hast, Kelly, dann kannst du ja gehen, hm? Sag mal, was ist denn eigentlich in dich gefahren? Ellie, würdest du bitte Janice holen? Ich finde, wir sollten jetzt wirklich anfangen. Das Licht ist perfekt. Nicht nötig, ich bin schon da und ich habe einen Freund mitgebracht. Oh. Was lacht ihr denn da so? Ist das die Lieferung, auf die du gewartet hast? Ich kenne einen Typen, der so etwas vermietet. Wirklich toll, der hat alles Mögliche. Ich meine, wenn wir schon den Garten Eden nachbauen, dann wenigstens richtig. Hallo, Mary. Gina, wissen Sie, wie spät es ist? Ich habe meine Uhr oben gelassen. Oh, wissen Sie, es ist schon 12. 12? Das ist ja furchtbar. Und ich habe noch so viel zu erledigen. Mason, ich bin gleich fertig. Ich verspreche es. Ich werde dich daran erinnern. Oh, ich beneide euch wirklich. Das war eine gute Idee mit dem Ausflug auf der Yacht. Es wird bestimmt schön. Ich hoffe nur, wir brechen endlich auf. Nun, Mary hat immer viel zu tun und das habe ich ja auch. Ich will doch das Testament vernichten. Ich hoffe, du bist dabei. Gina, wenn du so außerordentlich scharf darauf bist, dann tu es doch alleine. Tu es ohne. Nein, ich will es nicht allein tun, Mason. Das Testament hat uns vereinigt und wieder entzweit. Wir sollten es jetzt gemeinsam verbrennen. Wieso hast du es nur so eilig damit? Paris! Was ist mit Paris? Nun, da ist etwas mit mir geschehen und ich sehe jetzt das Leben anders, wie dem auch sei. Du musst nach oben in mein Zimmer kommen, dann werden wir einen Schlussstrich ziehen. Ich sag dir noch wann. Oh, hallo. Sophia, kommen Sie an. Danke, Cruz. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt und ich bin auch in Eile. Was kann ich für Sie tun? Ich verlasse die Stadt. Ich bin auf dem Weg nach Rom, Cruz. Ist das Ihr Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Die Familie will mich nicht mehr sehen und Sie haben schon genug Probleme. Das können Sie doch nicht tun. Ich kann mir vorstellen, dass Eden selber nichts gesagt hat, aber sie will das sicherlich nicht. Nein, Eden will, dass ich von hier verschwinde, bestimmt. Aber da ist jemand, den sie nötig hat. Und das sind Sie. Sophia, Sie wissen doch, wie es zwischen uns steht. Ja, ich weiß und ich verstehe das alles nicht. Eden redet ja momentan nicht sehr viel. Ich glaube das einfach nicht. Cruz, Eden ist anders geworden seit dem Anschlag auf ihren Vater, das wissen Sie doch. Ja, ich weiß. Und eins ist ganz sicher. Es existiert nur ein Mensch auf der ganzen Welt für Sie und das sind Sie. Ich möchte, dass Sie das begreifen und es niemals vergessen und ich will, dass Sie ihr zur Seite stehen.
Ich kann doch nicht einfach fahren, solange ich nicht weiß, dass sie ihr beistehen werden. Ich weiß, sie lieben sie. Ja, das ist richtig. Dann tun Sie etwas, um Gottes Willen. Cruz, helfen Sie ihr. Eden, du kannst nicht den ganzen Tag hier zu Hause sitzen. Wieso nicht? Weil es wirklich so nicht weitergehen kann. Kelly, mir geht es gut. Ja, das sehe ich. Ich weiß doch, dass du Albträume hast und ich höre dich im Schlaf weinen. Es tut mir so leid. Und ich möchte dir helfen. Ich will, dass du wieder lachen kannst. Ich will meine Schwester wieder haben. Komm, lass uns hier verschwinden und etwas zusammen essen gehen. Hast du Lust? Nein, ich kann nicht. Eden, Cruz liebt dich immer noch. Ihr wart euch noch nie so nahe, bevor diese Geschichte mit Daddy passierte. Wieso soll auf einmal alles anders sein? Ich weiß genau, dass du ihn liebst. Nichts ist so wie früher. Cruz verachtet mich. Und irgendwann wird er mich sogar hassen. Oh, Eden, das ist doch der reinste Unsinn, den Kelly, du da redest. Ich will jetzt nicht darüber reden und das musst du akzeptieren. Du hast immer auf mich aufgepasst, das ist doch richtig. Wir hatten unsere Auseinandersetzung und du hast dich durchgesetzt, weil du die große Schwester warst. Nun ist es umgekehrt. Jetzt bin ich die große Schwester. Und du wirst tun, was ich sage, ob du willst oder nicht. Hast du das verstanden? Ich finde, wir sollten jetzt endlich anfangen. Ist gut, ich gehe dann. Nein, Dylan, bitte geh jetzt nicht. Nein. Du wolltest, dass euch keiner stört und das verstehe ich. Der Künstler und sein Modell. Und du bist dir sicher, dass du das machen willst? Oh ja, ich will doch meinen Diablo nicht enttäuschen. Diablo? Ach, so hübscher Name für das Tierchen. Mit seinen Giftzähnen hat er doch große Chancen im Showgeschäft. Hat denn eine Boa-Konstriktor Giftzähne, Dylan? Das wirst du noch sehen. Und jetzt schießt du die besten Bilder, die je gemacht worden sind. Weißt du, wie viele Leute sich sofort in Janice verlieben werden, wenn sie ihre tolle Ausstattung sehen? Oh, Dylan, du bist unmöglich. Ja, bin ich. Und sehr glücklich. An die Arbeit, Nick, an die Arbeit. Eine Sekunde noch. Sagte ich etwas von Arbeit? Du sagtest Arbeit. Dir ging es noch nie so gut. Also, das Wichtigste bei der ganzen Sache ist, dass du dich entspannst, Janice. Das ist wie bei jeder anderen... Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Hör zu, was sagst du dazu? Wir schießen den ersten Streifen ohne Diabolo, okay? Die Schlange macht mich etwas nervös. Okay, fein. Ich pack ihn in seinen Käfig. Sehr schön. Soll ich mich gegen diesen Baum da lehnen? Ja, das ist eine gute Idee. Du machst das großartig. Genau da. Ja, versuche deine Schulter etwas mehr nach vorne zu nehmen. Wunderbar. Und jetzt die Haare über die rechte Schulter. Sehr schön so. Das ist perfekt. Und du hast so etwas noch nie gemacht? Und jetzt greifst du nach einem von diesen Äpfeln da oben, dass sich eine lange, elegante Linie ergibt. Ja, sehr schön. Du machst das hervorragend. Du machst es auch hervorragend. Das mit einem Freund zu tun, ist viel leichter. Das wollte ich dir noch sagen. Das freut mich. Nun, kann es losgehen? Was meinst du? Ja. Also los. Warte 5 Minuten, dann komm in mein Zimmer. In Liebe, dein Mason. Hat dir jemand Blumen geschickt? Eigentlich kann ich dir das ruhig erzählen. Wieso sollte ich dich auch belügen? Was meinst du? Nun, erinnerst du dich, dass ich von Paris gesprochen habe? Ich kenne jemanden dort. Und von ihm sind die Blumen. Sind sie nicht wunderschön? Ja, Gina. Mason, ich war leider nicht ganz offen zu dir. Weißt du, ich kenne diesen Jean-Louis jetzt schon ziemlich lange. Das ist der wahre Grund, weshalb ich nach Paris gefahren bin. Meine Freunde sagten mir, dass er jetzt geschieden ist. Und ich dachte, nun, wo er frei ist, sollte ich ihn besuchen. Offenbar hat er sich gefreut. Er hat sich gefreut. Weißt du, eigentlich habe ich allen Grund, optimistisch zu sein. Ich denke, da bahnt sich etwas an. Er hat so viel Geld, dass er es gar nicht zählen kann. Das ist ja wunderbar, Gina. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. Nun, ich finde, daraus sollte klar hervorgehen, dass ich dich nicht reinlegen möchte. Und auch, warum ich dieses Testament verbrennen will. Was soll ich denn noch damit tun? Jean-Louis ist ein furchtbar wohlhabender Mann. Vive la France. Also siehst du das auch so? Und ich hoffe doch, du verbrennst jetzt das Testament mit mir. Ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen, Gina. Hallo.
Wer ist das? Das ist Dylan, Nicks Bruder. Ist das etwa der aus der Geisterstadt? Ja, aber bitte rede nicht davon, okay? Lass uns versuchen, höflich zu sein wegen Nick, ja? Hallo, das ist meine Schwester Eden, Dylan Hartley. Hallo, das erkennt man wirklich sofort. Die blonden Haare. Wie lief denn deine Fotosession? Na, keine Ahnung, ich bin gegangen. Ach ja? Nick hatte doch Wert darauf gelegt, dass du während der Sitzung bleibst. Ja, aber ich hatte Angst vor der Boa Constrictor, also ging ich. Boa Constrictor? Oh, das ist eine lange Geschichte. Komm, setzt euch, ich erzähle euch alles. Nein, danke. Wir haben da drüben einen Tisch reserviert. Nett, Sie getroffen zu haben. Ebenfalls, auf Wiedersehen. Er ist sympathisch. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Eigenartigerweise sehe ich die geringste Ähnlichkeit zwischen Nick und Dylan. Ja, sie sind völlig verschieden, da hast du recht. Hör zu, ich will, dass du jetzt endlich mal etwas isst, bitte. Und wir werden hier so lange sitzen, bis du aufgegessen hast. Hallo Dylan. Hallo Cruz. Ich wusste nicht, dass er hier ist, bestimmt. Oh, daran dachte ich gar nicht. Ich hätte daran denken sollen, dass sein Boot gleich nebenan liegt. Das nein, mir nein, es ist schon gut, wirklich. Ich habe nicht die Absicht, den Rest meines Lebens von Cruz wegzulaufen. Was soll ich jetzt tun? Soll ich gehen? Schon kapiert. Hey, wo willst du denn hin? Nun, ich habe das Gefühl, dass die beiden jetzt gerne alleine bleiben wollen. Ja, was hältst du davon, wenn du dich inzwischen zu mir setzen würdest? Oh nein, nicht doch. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Oh, komm schon, sei doch nicht so. Naja, du hast mich überredet, also gut. Wie geht es dir? Fein. Und wie geht es dir? Okay. Deine Mutter hat mich besucht. Ach ja? Ja, sie verlässt die Stadt. Sie geht wieder nach Rom. Hast du das gewusst? Nein. Nun, ich sag dir, dass ich das für falsch halte, aber sie fährt. Sie ist eine erwachsene Frau, wenn sie meint, dass sie nicht anders kann. Es ist ihre Sache. Das meinst du doch nicht so. Willst du mir etwa erklären, wie ich fühlen soll? Wenn du hier den Schulmeister spielst, dann gehe ich lieber gleich. Nein, deshalb bin ich nicht hier, Eden. Ich dachte nur, es würde dich interessieren. Es tut mir leid. Ich bin ein wenig in Eile. Ich habe eine Verabredung. Ich muss jetzt gehen. Warte doch, Eden. Auf Wiedersehen. Entschuldige bitte. Cruz. Kelly. Im Grunde bist du viel zu gut für mich, Mary. Ich dusche nur noch schnell und dann ziehe ich mich um. Wir sehen uns dann unten. Du machst mich sehr glücklich, Mary. Du mich aber auch. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Diese Blumen sind eben gekommen und ich glaube, sie sind für Sie. Oh. Warte 5 Minuten und dann komm in mein Zimmer. Ich werde nicht mit dir darüber reden. Ich werde einfach nicht eher gehen, bis du es mir erzählt hast. Pass auf deine Schwester. Nein, ich will es jetzt von dir hören. Was ist los? Ich weiß nicht, was los ist. Ach, Cruz, ihr wart so verliebt ineinander. Ihr wolltet beide heiraten vor 2 Wochen. Kelly, denkst du denn, ich bin zufrieden mit der ganzen Situation? Glaubst du das? Aber wieso läufst du dann weg?
Entschuldige bitte, wer ist denn hier weggelaufen? Ich jedenfalls nicht. Und du hast nichts dagegen getan, oder? Du hast nicht das Recht, so etwas zu sagen. Natürlich, denn wenn du etwas getan hättest, wäre es bestimmt nie so weit gekommen. Kelly, so einfach ist das nicht. Doch, Cruz. Diese ganzen Probleme haben im Grunde nichts mit euch zu tun. Was? Dein Job und Daddys Krankheit, das kann doch nicht eure ganze Liebe zerstören. Erzähl das doch Eden. Cruz, es ist hart, ich weiß das. Sie hört dir nicht zu und sie macht dir nur Schwierigkeiten. Ich verstehe auch, dass du keine Kraft mehr hast, aber du musst es weiter versuchen. Cruz, hörst du nicht? Ich kenne Eden. Sie ist ganz einfach am Ende, siehst du das denn nicht? Und sie kann es nicht alleine schaffen. Es ist deine Aufgabe, ihr zu helfen. Du kannst sie doch nicht im Stich lassen. Sie braucht dich. Wann werden Sie endlich Ihre Pflicht tun und Eden Keppel verhören? Ich will, dass es vor Tagen geschehen. Ich kann nicht mit ruhigem Gewissen fahren, solange ich nicht weiß, dass Sie ihr beistehen werden. Ich weiß, Sie lieben Sie, und es ist wichtig, dass Eden es auch weiß. Du kannst sie doch nicht im Stich lassen. Nicht zulassen, dass ihr irgendetwas zustößt. Na schön, das werde ich auch nicht. Ich dachte, du wärst Diabolo, der sich an mir rächen wollte. Na klar, ich lasse dich 2 Stunden mit einer Frau allein und du vergisst mich völlig. Wir hatten uns entschlossen, die Schlange nicht zu benutzen und ich weiß, jetzt sind ihre Gefühle verletzt. Wie ist es gelaufen? Wirklich sehr gut. Die Kamera liebt Janice und Janice liebt die Kamera. Ich meine, sie war wunderbar, kein bisschen nervös. Ich war nervös. Ach, das sagst du nur so. Zum Schluss ging es dann. Aber wollen wir wetten, wenn ich die Resultate sehe, dann sind von 100 Bildern bestimmt die Hälfte vollständig verwackelt, ganz sicher. Sie hat dich also nervös gemacht. Naja, sie ist etwas Besonderes. Sie und diese Situation. Diese Art von Fotografie ist nicht mein Ding. Ach ja, das sagst du nur, weil du denkst, dass ich das gerne höre. Vielleicht machst du dich jetzt nützlich und trägst das hier. Und dann fahren wir zu Bass, um etwas zu essen. Ich bin völlig verhungert. Könnten wir irgendwo anders hingehen, Nick? Wieso? Hast du einen bestimmten Grund? Nun, Eden und ich waren gerade da und dann ist Cruz gekommen und ich dachte, sie wollten allein sein. Lass uns einfach woanders hingehen. Oh Mann, das tut mir leid. Ich weiß. Ich konnte inzwischen mit Dylan sprechen. Dylan? Ja, er war auch da und ehrlich gesagt war es eigentlich sein Tipp, ein ernstes Wörtchen mit Cruz zu reden. Das tat ich, aber ich fürchte, es hat nichts genutzt. Eigentlich ist Dylan jemand, der sich nur für seine eigenen Probleme interessiert. Vielleicht wollte er ja nur, dass ich mich besser fühle. Hatte er Verständnis für deine Familienprobleme? Ich bin nicht in Tränen ausgebrochen oder so. Ich war nur etwas aufgeregt und er hat zugehört. Zuhören gehört eigentlich zu seinen Schwachpunkten. Was ist mit dir? Gar nichts. Du hast doch irgendwas, sag schon. Was soll ich denn haben? Was soll das eigentlich, Nick? Ich meine, du wirst doch nicht eifersüchtig auf mich und Dylan sein. Ich glaube... Natürlich nicht. Außerdem hast du gesagt, dass wir Freunde sein sollen, oder? Ja, richtig. Aber nach dem, was er angestellt hat, bin ich überrascht, dass du überhaupt noch mit ihm sprechen willst. Hör zu, wenn hier jemand Grund zur Eifersucht hat, dann doch wohl ich, oder? Die Person, mit der ich meine Zeit verbrachte, hatte Kleider an. Mason, ich bin es! Darf ich reinkommen? Was? Wollten wir zwar nicht zusammen duschen? Zu spät! Ich bin fertig. Das war sowieso eine verrückte Idee, Gina. Komm schon, hab dich nicht so. Das wolltest du doch früher immer so gern. Gina, 2 Menschen, die früher zusammen Ehebruch begangen haben und jetzt zu harmlosen Freunden geworden sind, die duschen auch normalerweise nicht mehr miteinander. Siehst du das nicht ein? Na gut, Mason, dann komm wenigstens da raus. Gib mir noch einen letzten Kuss. Findest du, das ist zu viel verlangt? Und was ist mit deinem Franzosen? Mason, er ist Franzose, er hat bestimmt nichts dagegen. Ich weiß das, glaub mir. Aber Mary hätte etwas dagegen, wenn ich dich küsse. Das hoffe ich jedenfalls. Was hältst du von einer freundschaftlichen Umarmung? Na gut, dann komm endlich raus, ich warte hier nicht den ganzen Tag. Gina! Kelly? Wahrscheinlich redet sie kein Wort mehr mit mir.
Ich musste dich einfach sehen. So geht es doch nicht weiter mit uns. Eden, hör zu, bitte. Du und ich, wir müssen uns wieder verstehen. Und alles andere ist mir völlig egal. Ist das so schwer? Oh, Baby. Eden, heirate mich bitte. Bitte, Eden.